Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Fahrer. Juhu. Das ist der Hannes. Moin. Cool, dass die einfach jetzt hier rein so ins Bild, weil ich habe das so nah gestellt, dass man die gar nicht sieht. Und die haben einfach total mitgemacht. Der Fahrer ist heute da als Special Guest, weil Hannes ist den letzten Tag da. Der Fahrer wollte mit dem Hannes nochmal ein Video drehen. Und da hat uns der Fahrer jetzt nach unseren 10 Mars Tastings ein paar Bier mitgebracht und gesagt, wir testen heute das beste Bier Deutschlands. Nee, was hast du dazu gesagt? Was ist das? Die haben Awards gewonnen. Awards. Internationale und Best Bier Award oder so. Ich weiß aber nicht, was das für ein so wie die Inselbrauerei, wo alles nach Fuß schmeckt. Die sind auch Best Award Winning Bier, genau. Was für eine Kategorie haben die einen Award gewonnen? Hannes, Luft! Ja. Hannes, hol Luft, ja, pass auf! Sowieso. Das kann ich dir nicht genau sagen. Dazu musst du die Best Winning Bier Awards gucken mit Hannes und Ramses. Er hat uns auf jeden Fall jetzt hier seine Lieblingssorte. Was machst du denn da mit der die arme Hannes? Das Glas ist hinfällig. Er hat uns jetzt das gute Waldhaus mitgebracht in 4 verschiedenen Varianten. Ihr seht schon, das ist sehr speziell, das sieht sehr edel aus. Ihr habt immer ein richtig glänzendes Etikett, goldene Schrift, alles glänzt. Das ist Blattgold, das ist Diamantgold, das ist Pinkgold, das ist hier so grau. Eigentlich ist es Silber. Überall ist hier so Pappe dran, dass wenn du das austrinkst, du direkt noch die Pappe im Mund hast und das ist richtig stark. Wie bei so einem Rollo-Döner. Wie beim Rollo-Döner, genau. Außerdem hat er mitgebracht, Thema Rollo-Döner, hier Hühnersuppe. Das heißt, wenn irgendeiner schlapp macht beim Bier-Tasting, gibt es noch 3 so Bienenstichkuchen ohne Stich und ohne Biene. Hannes macht schon von vornherein schlapp. Der muss schon erstmal voll reingesplashen in die Materie. Fun Fact, mein Mixer ist dabei kaputt gegangen. Ja. Wie hast du den selber gemacht oder was? Ja, den habe ich selber gebacken natürlich. Okay, dann stellen wir den mal darüber. Das braucht man nachher wirklich noch einen Löffel jetzt. So, jetzt wollen wir diese Biers mal verkosten. Wir haben extra keine Gläser dazu, keine Gläser geholt, kein gar nichts. Muss mal schauen, wie das hier überhaupt jetzt aussieht. Und dass wir das irgendwie hinkriegen, dass wir alle zusammen da sitzen, ein bisschen verloren auf der Gabel, einer links, einer rechts. Und fangen natürlich an mit einem großen, 2 kleine, nochmal ein großes am Ende. Die sind sogar sortiert nach Promillewert. Und das erste ist dieses schöne silberne Waldhaus. Diplompilz Super Premium seit 1833. Moment. Bei uns gibt es keine Geheimnisse. Deshalb erzählen wir Ihnen gerne alles über diese besondere Bierspezialität. Steht eine Internetadresse, die braucht man nicht. Nee, kannst du aufmachen. Früher hatten die immer den Slogan, die brauen das Bier für uns und den Rest verkaufen wir. Den habe ich aber im Internet nicht mehr gefunden. Dankeschön. Für uns den Rest verkaufen wir. Für sich selber. So, den Kronkorken. Das, was sie an einem Abend nicht schaffen, verkaufen die dann. So, so in Art. Ja, die Kronkorken müssen wir sammeln, der Umwelt zuliebe. Da drüben ist ein Müllcontainer, wo wir schon den ganzen Tag unsere Schnaps- und Glasflaschen rein. Was laufst du nicht währenddessen hier? Was ist denn das schon wieder? So, der rennt weg. Da ist jetzt die Pappe dran. Das wird wieder mal ein One-Take-Video. Egal, was ihr macht, das wird ein One-Take-Video. Prost. Prost. Hannes. Egal, was wir machen. Prost. Fahrer. Waldhaus. Ja. Diplompilz, das hast du schon getrunken? Ja, das trinke ich jedes Mal, wenn ich im Schwarzwald bin. Außer wo ich das letzte Mal, also das vorletzte Mal. Du kennst alle 4 Sorten, ja? Ich habe auch schon ein Video darüber gedreht, ja. Er hat schon ein Video darüber gedreht, das haben wir noch nicht gesehen. Für uns ist das erste Mal, er will uns nur einen Gefallen tun. So. Also man kann schon mal gut Bäuerchen machen. Erstens ja, und es ist genauso wie das Warsteiner. Ne, das Warsteiner schmeckt lustig. Nussig. Ja, aber das Warsteiner ist auch gut runter. Also es geht genauso gut runter wie. Da ist ein Loch in der Flasche. Nee, aber ich sag ja. Halt das mal, zeig das mal in die Kamera, dass man das auch sieht, was du für ein Dusch hast. Was ist das denn? Wie gut das Hannes ist. Hat einen aber Schluck genommen und hat nur noch so viel in seinem Bier drin. Okay. Ja. Aber der Kasten kostet beim auch Fahrer. Ich bin kein Pilz. Fehlt so viel. Das ist gut. Bei mir ist so viel. Also es ist. Eine Treppe. Genial. Eine Treppe ist da. Wir haben ja eigentlich Zeit.
Ja. Meine Zuschauer, die bevorzugen Videos, die länger gehen, wo man auch mal ein bisschen Inhalt hat und nicht einfach nur Banane. Ne? Deswegen wollte man das mal so machen. Ganz gechillt. Ich finde trotzdem auf jeden Fall, dass das sehr edel aussieht. Wo gibt's das? Im Schwarzwald. Im Waldhausen? Tatsächlich bei uns beim Gleichberg gibt es auch einen Ort Waldhaus. Laut Internetseite gab es das dort auch mal in der Kneipe. In Waldhaus bei Rügen. Aber das ist hier Schwarzwald. Da wo auch das Rothaus herkommt. Ich kenne Gleich am Berg, ich kenne Römhild, aber Waldhaus habe ich irgendwie noch nie gehört. Das ist das Dorf, was zwischen den zwei Bergen ist. Wo der Parkplatz wo ist. Das so ein, der Parkplatz mit dem Hotel. Da ist, also wo ich, das so ein. Wo das irgendwie so ein Museum und so ist da auch drin. Museum. Oder da ist auch, glaube ich, noch so ein Altenheim im Wald hinten drin. Ach, mitten im Wald dieses Haus, ja. Jetzt verstehe ich das. Das ist Waldhaus. Roseplace nennt man sowas. Ja. Also ich kenne, ja, wenn man auf dem Weg nach... Hat auf jeden Fall ein grünes Ortsschild. Wenn man auf dem Weg nach Römhild ist, genau, ist links auf jeden Fall so ein riesen Parkplatz mit so einem Gebäude. Das ist Waldhaus einfach. Ja, das... Das nennt man ja, Römhild. Nee, wenn du rechts in den Wald reinfährst, da sind auch noch Gebäude. Da ist ein Pflegeheim oder so, glaube ich. Oh. Rechts sind auf jeden Fall 4 Pokémon-Arenen. Da bin ich mal hingefahren mit meinem alten Auto. Da lag Schnee, da bin ich trotzdem da die Absperrung durchgebreddert, hoch auf den Berg, hinten den Berg wieder runter. Und dann war der Schnee so tief, ich kam gar nicht mehr weiter, es war früh so um 5. Ich habe da meine Freundin angerufen und gesagt, ich sterbe hier, ich komme nicht mehr weg, Hilfe. Irgendwann ging es durch hin und her ruckeln doch so weit, dass ich wieder weiter konnte, bin irgendwo rausgekommen, wusste nicht mehr, wo ich war. Auf irgendeiner Straße, bin dann mit Navi, habe ich versucht, zurück nach Hildburghausen zu kommen. Das ist Waldhaus, wahrscheinlich. Also ja. Auf jeden Fall dort diese gleich... Aber das ist nicht das Waldhaus, wo das Bier herkommt. Warum erzählen wir das dann? Ne? Vergesst die ganze Story. Waldhaus ist eine Lüge, das gibt's gar nicht wirklich. Da, wo das Bier das herkommt... Doch, das ist neben Bielefeld. Ach Gott. Bielefeld. Der Arsch der Welt, Alter. Der Hannes ist auf der Goldenen Meile, der hat das Waldhaus schon ausgeräuchert. Ne? Deswegen müssen wir das mal wieder hinstellen. Garantiert mit Naturhopfen. Ich finde, das sieht auf jeden Fall schön aus, mit diesem silbernen. Ne? Das ist auf jeden Fall ohne Hopfenextrakt. Wo gibt es denn silbernes Foliengedöns an der Flasche? Nee, Warsteiner ist Gold. Ja, ja, Silber weiß ich jetzt nicht. Gibt's aber bestimmt Becks. Auch. Ja, genau. Becks. Wenn jemand was hat, dann ist das immer Gold. Becks ist Silber. Red man nicht drüber, Becks gibt's gar nicht. Ne? Becks kommt jetzt nicht. Aber die meisten kommen und machen immer alles goldig. Garantiert mit Naturhopfen. Mit Naturin? Achso, das Ding hat übrigens 4,9% voll. Das müssen wir noch dazu sagen, das ist wichtig. Und ist ein halber Liter. Das hättet ihr euch schon denken können. Na? Fahrer. Das sind auch die einzigen Sorten, also das und das Goldmeer sind die einzigen Sorten, die es in 0,5er Flaschen gibt. Ansonsten gibt es nur die Mickey Mouse Flaschen. Da will ich mal sehen, wie schneller das nächste dann reinkommt. Ja, lieber Donald Duck. Es gibt aber insgesamt nur 4 Sorten oder gibt es noch mehr? Nein, es gibt irgendwie ganz viele Sorten. Ja, aber warum hast du mitgenommen? Das hätte erstmal nicht in den Rucksack gepasst, sondern... Also wie gesagt, das Sixpack da hier kostet 10 Euro. Oh. Und so eins kostet 6,50 und der Kasten von den normalen kostet 20, das ist schon teuer. Also wesentlich teurer ist als... Ist das jetzt eigentlich alles, was du dabei hast? Ja. Hast du nicht was geschrieben von... 1,66 Liter. Ich habe zweimal irgendwas, wo ich dachte, das ist ein Tasting und ein zweites Tasting, aber das ist ja ein Tasting. Ja, wir machen jetzt schon Waldhaus-Tasting. Das ist ein Konzept. Also wir ein können Konzept, noch mal genau. Einen Tee gut gehen dann. Gibt es eigentlich auch Waldhaus-Radler? Ja. Gibt es auch alkoholfrei. Aber ich sag dir also ehrlich. Die haben viele alkoholfreie Biere jetzt gemacht. Und aber ich sag dir ehrlich, dieses Pilz, das würde ich mir immer wieder kaufen wollen. Ist so. Weil das ist im Prinzip genauso wie das Warsteiner. Es ist süffig, es ist nicht so bitter, wie man eigentlich einen Pilz kennt. Und es ist einfach cool. Cool. Gut. 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 Cool, gut. Ja. Kurz, das ist was kurz. Ja. Genauso wie Pürze. Pürze. Gibt's auch Diesel von Waldhaus, ja. Also so Cola-Bier. Nee, direkt schon gemischt, Blöre. Das gibt's, glaube ich, nicht. Das wäre zu krass. Auf weiß ich nicht. Also ich habe in dem EDK vieles. Also auf der Inhaltsseite stehen etliche Sorten, ich glaube 13. Davon ist aber mindestens ein Drittel alkoholfreies. Also gibt's quasi alles doppelt. Es gibt auf jeden Fall noch ein ungefiltertes. Es gibt ein helles. Das ist vielleicht auch nochmal was für dich. Ja, bring ich das nächste Mal mit, falls ich mal wieder hinfahre. Dann macht man. Teil 2 mit 4 anderen Sorten, vielleicht, wenn du Lust hast.
Oder wir können auch 5 machen. Nee, das sind ja nur das kleine Flaschen. Wie viele gibt's? 13? Ich weiß es nicht. Ich guck. Wir hätten 13 Flaschen haben müssen, 13 Sorten und dann 13 Bier testen und durch 3 geteilt fertig. Da hätte ich ja wahrscheinlich 100 Euro bezahlt oder so. Wir hätten dir, wir hätten dich. Natürlich wären wir uns beteiligt, ja klar. Weil bevor jeder eine ganze trinken muss, hätte jeder von jeder einen Schluck getrunken und wir hätten alle 13 Variationen zusammen. Wo ich im Urlaub war, habe ich dich auch, glaube ich, gefragt. Das ist ein Bier-Tasting. Da hattest du noch nicht geantwortet. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht mehr mitgebracht habe. Ja, da war ich selber im Urlaub. Ne? Was mir gerade auffällt auch, hier steht Waldhaus und da sind 5 Sterne dran. Das ist auch bei dem, das ist auch bei dem. Bei dem nächsten Bier, was wir jetzt haben, ist das aber nicht. Ich komme dir entgegen, weil du hast ja noch Bier drin. Das heißt, ich stelle schon mal das. Beim nächsten ist Select. Ich stelle schon mal das zweite vor, damit der Fahrer in der Zeit trinken kann. Und ich finde es wieder sehr amüsant, weil das hat auch wieder so ein glänzendes Etikett, so eine Folie drum, aber halt richtig lila, richtig. Ja, es leuchtet, es strahlt, es fällt auf jeden Fall auf. Ich habe noch nie so eine Farbe gesehen. Wenn es ums Bier geht, ihr habt ja einen Hopfensturm Selection. 3 Zutaten, 8 Aromahopfensorten, 2-mal kalt gehopft. Ihr seht hier, wie der Hopfen überall rumfliegt. Das ist richtig interessant. Und hinten ist auch noch eine Visage drauf. Das sieht ja aus wie der eine Typ, der auf Mallorca immer rumgerannt ist und immer die Leute belästigt hat. Hier steht: Hopfensturm Waldhaus. Unsere große Liebe zum Naturhopfen brachte mich auf die Idee, diese einzigartige Bierkreation zu brauen. Ich wünsche Ihnen stürmischen Genuss. Bernhard Förder, 5 Sterne Braumeister. Diese kaltgehopfte Bierspezialität verdankt ihr Aromaspiel. 8 Aromahopfensorten. Hallertauer Perle, Hallertauer Tradition, Hallertauer Kaskade, Tettnanger Mittelfrüh, Tettnang Hallertauer, Spalt Spalder, die machen sich doch über uns lustig, oder? Und Spalt Hallertauer, was? So, 4,9%, du Spalt Spalder, du. Warte mal, ich lese aber. Ach, jetzt, der vertraut mir wieder nicht, deswegen mache ich jetzt das schon mal auf. Ich hab nicht zugehört, deswegen musste ich nicht. Dankeschön. Spalt Spalder. Nee, das meine ich nicht. Hallertauer Zipfeltropfen. Oh, das zischt gar nicht. Das Bier ist auf jeden Fall 2016 auf den Markt gekommen. 16. Was? Das ist zum 500. Jahrestag. Das hier. Aber nicht, wir wollen trinken. Trink doch. Das hier Reinheitsgebot ist. Ne? 1516. Reiner sein Gebot. Ja, ja. Grüße an den Drachenlord, genau. So. Immer noch Herr Winkler. Prost. Ja, aber wieso sagt. Du tust so, als ihr müsst jetzt Angst vor dem Bier haben. Das ist jetzt richtig. Was soll Nein, das ist ein leckeres nach Bier. Nein, ich habe keine Angst vor dem Bier. Ich trinke das jetzt. Angst auf keinen Fall, aber. Riecht wie ein Maisfeld am Morgen. Ja, das ist halt der Hopfen. Ja, aber es riecht nicht nach Buff, so wie wenn du einen Mikühler aufmachst oder so. Oder? Und die schmeckt auch besser. Das hat aber schon leichte IPA-Nuancen. Ja. Also an für sich, ja, es ist quasi schon. Es ist nicht so extrem spülmittelmäßig im Abgang, aber es hat schon den Vordergrundgedanken aufgefasst. Das Problem ist, dass den das IPA aufweist. Das ist, weil die bei den IPA immer Hopfenextrakt reinmachen. Das schmeckt nämlich wie Spülmittel. Okay. Und das ist nämlich hier nicht drin. Jetzt ist, wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum das so ist, wie es ist, dann wisst ihr, wieso der Hannes schon wieder seine Meile. Also in Hannes sein Bier ist. Hannes, da ist Schaum drin, so viel, dass das schon wieder zu Bier wird. Echt? Das kannst du so aber nicht machen. So. Da hat er aber recht. Und weg ist es. Ich kann nachher noch einen Pfand abgeben, zum Teegut gehen. Andersrum, zum Teegut gehen, Pfand abgeben und. Wir können auch zur Norma. Aber ich sag dir ehrlich. Wir haben doch hier 2. Teegut, Norma, passt. Wie viel hast du da noch drin? Meinst du, es lohnt sich, wenn ich kurz mal ausreden gehe? Der Hopfen, der haut da richtig rein. Das schaffe ich in der Zeit. Gut. Jo. Hannes, du musst schnell raus. Ja. Jetzt geht das schon. Dann geht raus. Komm. Ja nicht da. Barbara, aber. Er muss erstmal austreten. Und danach muss ich mal austreten. Jetzt macht er das Klo matschig, dann bleibe ich da wieder hier hängen. Macht nix. Ich muss dann auch mal austreten. Schon wieder. Na ja. Hey.
Es ist halt doch mein Diabetes, ja, die halt öfter auch so dumm ist. Generell durch das Sehen. Also mein grauer Korken ist fort. Nee, alles gut. Das hat sich erledigt. Also ich war ja 2020 das letzte Mal, also das vorletzte Mal in Schwarzwald und da habe ich dann immer gesagt, ich möchte mal ein anderes probieren. Aber ich sagte ehrlich, Michelbier oder so. Das Pilz, das war nicht schlecht. Das war mir zu hopfig. Also das Hopfending war zu hopfig? Ja, das Hopfending war mir zu hopfig. Das Weißbier ist ja bestimmt zu bananig. Ich drehe jetzt auch erstmal aus. Weißt du was? Ich habe gerade beim Röbsen festgestellt, das hat so einen Kaugummi-Nachgeschmack. Das schmeckt wie Bubblegum. Deswegen habt ihr bestimmt hier oben auch dieses pinke, lilane Etikett. Das ist einfach... Hör doch auf. Das ist so Bubblegum, ne? Soll ich dir wieder einen Gefallen tun? Dann willst du das noch verlängern alles? Ne? Soll ich schon mal das nächste ankündigen, während du das noch austrinkst? Kannst du machen. Das ist ein sehr guter... Denn das nächste Waldhaus hat wieder... Achso, warte mal, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. 5 Sterne. Denn das ist ein Familienunternehmen und der hier, die Fratze, ich zeige dir nochmal, das ist die 4. Generation. Moment, also die haben wirklich ein Familienunternehmen, das ist wirklich ein traditioneller Betrieb. Kennst du nicht den Typ? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich wollte ja schon ewig mal hin zu einer Brauereiführung, aber die kostet 300 Euro. Ja, nett von Waldhaus, aber der Typ... den es gibt, der immer irgendwo rumgerannt ist, Willi Herre. Ja, der immer auf Mallorca rumgerannt ist und immer sonst was und dann immer irgendwo in den Schlagzeilen war. Hast du nicht mal ein Meme mit so einer Pokémon-Karte oder sowas in der Art? Der hier immer von 1 und 1. Mewtwo! Achso, der hier immer 1 und 1 Werbung gemacht hat oder so. Willi Herre, Der ist doch gestorben mittlerweile, oder nicht? Ich kenne die Leute nicht. Wer? Ja, der hat zu viel Hopfensturm getrunken. Wer denn? Zu viel gebraut. Den kenne ich nicht. Der Herr ist gestorben, weil er an Drogen gestorben ist. Der hat zu viel Drogen. Ja, leider. Der hat Drogen zu viel genommen. Deswegen nehmt keine Drogen. Nein. Gönnt euch Waldhaus. Während der Fahrer jetzt austrinkt, schauen wir mal, ob das nächste Bier, das hatte diesen extrem extraordinary goldenen, richtig stark goldenen, weil eigentlich ist das ja Gold. Das ist eher bronzefarben. Das ist Gold und das ist Doppelgoldfarbe. Also der Fahrer sagt, das ist Bronze. So, ich sag, das ist auf jeden Fall richtig gut, denn es ist ein Waldhaus Schwarzwald Weiße. Wir haben Diplompilz gehabt. Wir haben Selection Waldhaus. Was ist denn jetzt schon wieder? Es gibt auch dunkles Weißbier sogar von denen. Das ist ja nicht dabei. Ist doch scheinegal, das hast du gar nicht dabei. Das ist doch dann fürs nächste Video, wenn er mal 4 Sorten hat, die wir noch nicht kennen. Weil ich gefragt wurde, was es noch alles gibt, ja. Wir haben den Hopfensturm gehabt, jetzt ist das hier das Schwarzwald Weiße Hefe Weizen seit 1833. Okay. Text, pass auf, bei uns gibt es... Das ist derselbe Text wie bei dem ersten Bier. Wenn ihr wisst, was da drauf stand, schreibt es mal in die Kommentare. Nochmal zurückspulen. Es hat jetzt 5,6%. Das heißt, wir sind von 4,9 auf 5,6 gestiegen. Es gibt übrigens auch. Dankeschön. Es gibt auch einen Online-Shop. Vielleicht kannst du es ja mal auf deiner Wunschliste machen. Vielleicht gibt es ja Leute, die wissen wollen, wie wir die anderen vernichten. Auf meiner Wunschliste ist erstmal Meisterdetektiv Pikachu für die Nintendo Switch. Weil das im Oktober rauskommt, aber bis das Video kommt, ist schon Dezember und dann ist es zu spät. Ich will es haben. Was? Ich will das Spiel haben. Was? Hast du nicht mal eine Switch? Habe ich noch nie gesehen. Doch, ich habe eine Switch. Hannes und die Switch, das neue Format. Ich habe eine Switch. Prost. Prost erstmal. Was ist das jetzt? Ein? Weißbier ist das. Da hast du drauf geguckt jetzt, um das zu wissen, ne? Auf den Schwarzwald. Obergärig und das hier ist auch ein obergäriges Bier, während die anderen eigentlich normalerweise untergärig sind, was auch immer das bedeutet. Du mit deinem Ober-Unter, also kannst du, ich hab da... wir können auch zwischen und durch. Stimmt, und das habe ich in meinem Video vergessen sogar, dass Kölsch zum Beispiel auch ein obergäriges Abend. Bier ist. Achso, ich wollte ja trinken. Wow, das ist das Beste bisher. Oh mein Gott. Weißbier ist immer gut. Ach so, jetzt weiß ich, wo ich den Geschmack kenne. Das ist also das, was sie immer nehmen, wenn sie Bananenweizen mischen wollen. Ja. Oder sagen, wir können dir eine Rhabarbermaß machen. Also wer, kennst du ihn oder was? Nö. Aber der wollte mal im Video sein. Oh,
Hallo. Tobi Maguire, guck, sind die Haare anliegend, ne? Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist bis jetzt nicht nur das, was die meisten Prozent hat, es hat auch den meisten Geschmack. Hanne, es geht's dir gut. Ja. Ein sehr süßes Bier, ne? Ja, wie kann das denn aber mit so viel Prozent so gut sein? Ich dachte immer so, ist so, je mehr Prozent, desto schlimmer wird's. So, wie wenn du halt was hast mit 20% und einen Schnaps mit 50%, dann ist das immer viel mehr. So, Hannes hat auf jeden Fall das Bier jetzt erstmal eingeführt. Da ist noch Schaum drin, du musst noch mal ran. So. Man kann ja ein Bier auch auf eine günstige Art und Weise stärker machen. Und dann schmeckt es halt nicht. Das ist genauso wie du ein IPA billig herstellen kannst. Und schützt einfach eine Tonne Hopfenextrakt rein und das schmeckt halt auch nicht mehr. Das ist wirklich ein natürliches Bier. Ich hätte höchstens noch ein Schwarzbacher Weißbier mitbringen können, das ist auch eine Seltenheit. Da haben sie letztens tatsächlich 3 Kisten in der Flaschenbierhandlung stehen. Aber dann doppelt so teuer, oder? Ja, es kostet auch, glaube ich, 18 Euro oder so. Das ist auch schon ganz schön. Aber der Rucksack hat nicht mehr fassen können, ich habe nur einen kleinen. Das ist wirklich ein kräftiges Bier. Dann pack's mal auf deine Wunschliste und dann gönn dem Fahrer mal einen größeren Sack, dass da mehr Hopfensturm reinkommt. Dann komme ich aber nicht mehr in den Zug damit. Das ist ja das Nächste. Mein Kumpel ist letztes Jahr mit so einem riesengroßen Sack im Zug gesessen. Da denke ich mir, wenn du den irgendwo, wenn der Zug hast, wo voll ist, musst du den oben reinstecken, kriegst du gar nicht rein. Also, ja, so ist es halt immer. Wie war das vorhin? Haut euch das auf die Lage. Wenn es nicht passt, da wird es einfach reingestopft. Genau. Fertig. Da ging es aber um Rammstein. Ja. Das war wieder ein anderes Thema. So. Soll ich schon mal ankündigen? Kannst du machen. Sicher. Weil ich so lange brauche oder was? Das Lagerbier. Exportlager. Nachdem das erste groß war, was? Ich nehme jetzt erst nochmal ein Stück Kuchen. Ach, Hannes, das ist auch Hühnersuppe, steht ja, zumindest Hühnersuppe. Außerdem, jetzt weil du warst der Erste, der überhaupt Kuchen gegessen hat, deswegen bist du so gut dabei. Genau. Du hast vorher schon aufgesaugt. Na, möchtest du auch was? Ich beiß da jetzt auch mal rein. Ich beiß da jetzt auch mal rein, das ist endlich weg, ist der Frau. Sonst kommt der Kuchen gar nicht mehr zum Einsatz. Das soll ihr nicht umsonst gebacken haben, ne? Genau. So, hier. Gibt es mit groß und in klein. Den habe ich selber gemacht. Marmorkuchen. Groß. Und klein. Da fällt aber auseinander, ne? Ja, das ist ja schon, den habe ich Freitag gebacken, heute ist Dienstag. Toll. Das ist frisch. Da war noch feucht wahrscheinlich. Der ist gut. Der Rührer ist kaputt gegangen, muss ich mit dem Akkuschrauber weitermachen. Hast du gleich ein Short-Video gemacht wie Bianca? Nee, hab ich Short-Video hier. Lifehack mit Farbe umrühren. Ich habe meinen Pürierstab in meinen Akkubohrer reingepackt. Und dann bin ich in den Farbeimer und es ging. Pürierstab? Das ich war's. Häng an meinem Zungenpiercing irgendwie. Ich häng mal an meinem Zungenpiercing irgendwie fest. Irgendwo hängt ich da fest. Wie jetzt? Hannes, lass kannst los. Lispelst du jetzt dann los? Ich häng irgendwie. Du musst einfach ein Bier trinken, dann spül das was runter und dann ist das fort. Ja. Auf jeden Fall. Oh. Woher mehr Kuchen essen? Das aber gut. Auch runter. Das hast du wenigstens mal gut gemacht. Ja, ja. Das ist mein Lieblingskuchen, den mache ich auch am besten. Ich mache da auch keinen Puderzucker drauf und keinen Belag. Hm. Weil das ist schon genug Zucker drin eigentlich. Ja. Ja, 200, das ist halt ein Kilo Teig, davon ist ein Viertel Zucker. Das nächste das Mal bist du in Salat, wenn du Kekse machst oder so, ist die Hälfte Zucker, glaube ich. Nein, da bin ich tot halbwegs. Ja, ich habe Diabetes. Hm. Also. Hm. Aber hier so ausländische Süßigkeiten, die sind viel süßer. Das ist so süß, das kann man gar nicht essen. Die amerikanischen Süßigkeiten, die amerikanischen Süßigkeiten. Auch süßer noch. Ja. Bei denen ist es sogar Barbecue süß. Ja. Ja. Ist alles nicht gesund eigentlich. Barbie. Barbecue. Probiert einen Marmorkuchen vom Fahrer. Immer gut.
Das ist halt leer. Immer gut. Da bist du noch gar nicht weitergekommen. Da musst du ja kauen. Ja, nicht vorgestellt, ne? Mit deiner Flasche ist auch eine Wespe. Jetzt kommt das letzte. Oh, jetzt hab ich mich verpasst. So, das war das erste Waldhaus mit dem silbernen Etikett 05. Ich bin ja auch noch nicht fertig mit Vorstellen. Das ist das letzte Waldhaus mit goldenem Etikett. Garantiert mit Naturhopfen. Das ist ein Spezial Gold Super Premium. Nach dem Super Premium Diplompilz und dem Hefeweizen Schwarzwaldweise plus Hopfen Sturm Selection Waldhaus haben wir ein Spezialgold Super Premium. Das sieht sehr edel aus. Wieso hast du überhaupt gesagt, dass das so toll ist? Weil du sagst, das ist so toll, ja? Also, das ist eines der besten Biere mit dir. Das schmeckt dir jetzt richtig wirklich, ohne dass Waldhaus dir dafür einen Kuchen gebacken hat. Tut mir leid, dass ich diesen Strich durch deine Rechnung mache, aber das beste Bier ist immer noch das Münchner Bier. Paulana, Agapior, gibt's zwar im Schwarzwald auch, Limbräu oder irgendwas. Ich kann mich noch erinnern, du hattest mal, gibt's im Festgehalten. Bei Bamberger Bier magst du auch nicht. Das hat einen Grund. Ja. In Bamberg gibt es so viele Brauereien, die schmecken alle, entweder pisst da einer ins Grundwasser. Richtig. Und das Rothaus schmeckt auch so ähnlich, also wie hier diese Biere. Also ja, das ist richtig. Immer, wo das Wasser herkommt, das hat schon seinen Grund, ne? Wo die Region ist. So, weiter geht's. Dann denkst du, da darfst weitermachen. Ich verstehe kein Wort mehr, was sie hier haben. Wer pisst hier wo rein oder was? Das ist das Waldhaus Spezial Pissgold in der Super Piss Premium Marianne. Der Spruch hinten ist schon wieder ausgelutscht, denn da steht nur noch, bei uns gibt es keine Geheimnisse, wir pissen in der Öffentlichkeit. Deshalb erzählen wir Ihnen gerne alles über diese besondere Bierspezialität unter www.wirpissenrein.de. 5,6. Das letzte, dieses bernsteinfarbene, hatte auch 5,6, war aber nur 0,3. Jetzt kommt aber 0,5. Auf jeden Fall dieser. Dankeschön. Meinst du schon auf? Ja. Ich habe schon mal getrunken, weil ich bin ja mal der Langsamste hier, weil ich das ein bisschen genieße. Du genießt das ja. Ich sehe, du genießt das. Hängt mich mal voll ab. Hey. Deswegen hängst du. Genießt das. Also, das ist jetzt auf jeden Fall das Waldhaus Spezialgold. Man kann ja trotzdem noch mal anstoßen, oder? Das ist das erste Mal jetzt in dem Video. Du Zier, ne. Auf euch. Haben wir nicht bei dem ersten angestoßen. Und noch einen schönen letzten Abend mit dem Ramon. Außerdem. Und noch viel mehr. Noch einen schönen letzten Abend mit dem Ramon. Hey, wir haben noch Pfeffi oben. Ja. Hey. Ja, genau, da haben wir auch noch einen. Ja gut, wir können noch eine Flasche Thomas Gottschalk Rotwein besorgen. Da will ich mal dran riechen. Den haben wir vorhin schon gehabt. Da können wir noch einen holen. Richtig. Was denn Mist, ja. Den habe ich oft gesehen. Netto. Das ist aber wirklich vom Thomas Gottschalk, ja? Ja, aus Kalifornien. Netto, sag ich doch. Red Easy. Easy Red Rotwein Thomas Gottschalk. Beste. Ich habe jetzt gerade probiert. Ich muss sagen, das ist das beste Bier von den vier Bieren. Ja. Das sage ich nicht nur, weil der Fahrer mir im Nacken sitzt. Weil der Hannes gerade am Brechreiz wirkt. Nein. Das ist... Nee, auf keinen Fall. Aber wenn du den Kuchen hinterher essen sollen, nicht vorher. Also eigentlich war das Weiße doch das Beste, aber jetzt habe ich so viel aufgesaugt durch den Kuchen, genau. Sehr der Geschmack. Das Spezialgold ist wirklich gut. Deswegen gibt es das wahrscheinlich auch in, also wie halt andere Sorten, in Export. Und das ist ja quasi wie ein Export eigentlich. Export, Lager, so ähnlich und das, oder die nennen es halt Gold. Aber jetzt pass auf, wie viel? Kostet eine Flasche Waldhaus Spezialgold. Ist das 50 Cent? 1,39, glaube ich. Das ist aber teuer. Ja, und der Kasten kostet 20 Euro. Da kaufe ich lieber Sternburg, kriege einen Brechreiz und habe noch ordentlich gespart. Ja, bei Sternburg sparst du, weil dann da trinkst du ein halbes und dann rührst du den Kasten erstmal einen Monat nicht mehr an. Kommst du lange hin.
das ist total übertrieben, finde ich. Da kann man ruhig mal zwei trinken, bevor man den Kasten nicht mehr anrührt, aber... Ich glaube, bei Sternburg habe ich bis jetzt immer nur eins geschafft. Danach war ich immer blöd. So, der Hannes hat das Bier schon leer. Ja. Oh, ist er den Spruchschluck? Ich bin schon leer. Aller. Der Fahrer ist weiter als ich, aber der hat auch eher angefangen. Toll, ein Schluck, das sieht man auch. Das muss man dazu sagen. Jetzt tue ich einmal dich positiv erwähnen und du tust gleich wieder selber zunichte machen. Das geht doch nicht. Nimm doch mal ein Kompliment an. Ja, genau. Oh, das kam durch die Nase. Ey! Grün-Blau, Grün-Blau. Vor allem, wenn das jetzt losgehen würde, würde ich mir einfach nur komplett die Hand verbrennen. Deswegen, das ist gar kein Superhelden-Move. Das funktioniert nicht so. Hannes, das letzte war das Beste, ja? Ja. Also auf Google steht übrigens, wie man mit Bus von Jerusalem, wo wir hier gerade sind, wegkommt, aber nicht, wie man hierher kommt. Wir haben letztens auch einen getroffen. Der ist da unten aus dem Bus ausgestiegen, an der Bushalte dort. Hey, kommt ihr von hier? Ey, wo ist denn hier die Bushaltestelle? Da muss noch eine geben. Ich sag, na, da oben. Ja, komm ja nicht weg sonst, weißt du? Weil der kommt da unten raus, da geht er. Wo will er denn hin? Wieso fährt er hier hoch? Weil du fährst ja nur hier hoch, um von hier oben wieder runter zu fahren. Da bleibt doch gleich unten, oder was? Und wir haben Fisch geholt. Furchtbar. Ha! Oh, wir haben Fisch geholt. Ja. Wer hat das gemacht? Genau. Jetzt, warum? Ich weiß nicht, was er will mit Fisch. Na, Fisch? Wir haben doch da unten für Sandra Fisch geholt. Forelle. Sandra und ihr Fisch. Genau. Das ist, boah, ich mag das ist privat. Außer, das kannst du hier gar nicht erzählen. Okay, okay, okay. Dass sie privaten Fisch hatte oder so. Ja. Also außer Makrele, da bin ich raus. Da mittlerweile leicht mich. Komm, lass mal das hier weg. Das war bestimmt Alaska Seelachs. Hey. Wenn irgendwo kein, in irgendeiner. Das ist ja kein Fisch, das ist ja. Das kommt aus dem Meer einfach. Ja, weil, das ist eine Kantine und die Kantine schreibt hin, heute gibt's Fisch. Ach so, das meinst du? Da gehst du hin und du gibst so ein weißes Stück Fisch, komplett mit Kruste drumrum, bisschen Zeug daneben. Und das ist dann wahrscheinlich Alaska Seelachsfilet. Normalerweise ja. Oder was soll das sonst sein? Die geben sich doch keine Mühe. Der einzige Fisch, der noch. Heftige Fischsorten. Der einzige Fisch, der noch nach nichts schmeckt, ist Pangasius. Zumindest habe ich das bis jetzt noch nie. Das geht beim Griechen. Pangasius schmeckt auch geil. Echt? Also wenn, wenn ich den gekauft habe, ich habe den zweimal gekauft, hat nach nichts geschmeckt, war aber schweineteuer. Eben deswegen ja. Mag ich mal keinen Fisch. Achso. Ich bin eher so... Ja. So ist Trümming. Bei uns beim Griechen, als noch der Alte drin war, gab es Schwertfisch, der war geil. Warum schiebst du das denn wieder? Ich hab's extra darüber gemacht. Das Viech, jetzt ist es jetzt wütend. Wenn wir die jetzt rauslassen, gell, dann sticht die uns alle ab. Deswegen lass dich auch. Das machst du halt nicht raus. In der Flasche ist, glaube ich, auch noch eine. Right, da hier ist auch schon mindestens eine drin. Dann dreh die Flasche halt um, damit sie nicht raus. Nein! Achso, ich dachte, ich soll sie rauslassen. Nein, wir sollen es rumdrehen, dass sie nicht rauskommen. Das weiß ich, aber ich weiß echt nicht mehr, ob die noch da ist. Ich hab die, glaube ich, rausgeworfen. Das ist eine Waldhaus Production. Mal, vielleicht rede ich sie platt. Was? Waldhaus Production. Welche vier Sorten bringst du dann das nächste Mal mit? Das Waldhaus Oettinger, das Waldhaus Dunkel, Radler. Dunkles Weißbier auf jeden Fall. Das normale Dunkel. Wer mag Schwarzbier nicht? Hannes. Egal. Der muss durch. Der will. Egal, ich trinke es trotzdem. Und was sehen? Und ungefiltert gibt es auf jeden Fall nur Helles. So. Da bin ich dann voll dabei. Man kann es aber auch im Internet bestellen. Vielleicht bestelle ich es auch einfach, damit man noch ein Video drehen kann. Das nächste Mal. So. Ach, du bestellst es jetzt, dass es morgen früh um 8 da ist. Fährst um 10 hierher. Das wäre geil. Fährt genau. 13 Uhr weg und dazwischen drehen wir noch ein Tasting. Das machen wir im Zug und fahren dann wieder zurück. Genau. Und dann gehe ich auf die Arbeit an meine Maschine. Und der Mund fällt mit und dann machen wir ein Video draus. Mal gucken, ob er es noch kann. Ja. Auf jeden Fall.
Ja, Zugfahren ist einfach. Du sitzt ja nur da, machst immer Hebel vor, Hebel zurück. Hebel vor, Hebel zurück. Ich meine, arbeiten an der Hebel Maschine. Hebel vor, Hebel zurück. Schön. Arbeiten brauchen wir nicht. Also, das weiß vielleicht keiner, Ramon und ich. Kennt uns aus der Ausbildung sozusagen so. Also vom Sehen her vorher schon, aber. Immer wenn alle am Kaffeeautomat gestanden haben und ich habe zugeguckt, wie die Kaffee holen, weil ich keinen Kaffee getrunken habe. Hast du in der Tür gestanden? Ich habe auch keinen Kaffee. Hey. Nee, wir haben mal an der Maschine gearbeitet. Und da bin ich einfach rüber bei dir reingekommen und dann hast du mir alles gezeigt und alle so, was ist das? Scheißegal, wir machen einfach weiter. Wir sind keinen interessiert, wenn man rüber gelaufen ist und ist bei dir durch die Halle gelaufen, weil aber es war egal. Stimmt, ich glaube, stimmt, ich musste dann irgendwann rüber zu uns. Also da war das Ausbildungszentrum und meine Firma noch in einem Gebäude. Und einmal haben wir irgendeinen Klotz runterfräsen müssen. Du und ich, da hatten die nicht genug Maschinen. Und da habe ich mit Ramon zusammen an einer Maschine gestanden. Und ich so gekurbelt, hier vor schon 50. Und du so machst du so Stress, mach einfach 12 rein. Ja. Ich hatte dich damals schon demotiviert, oder was? Warum machst du Stress? Mach 12 rein. Ja, du hast einfach langsam. Ich habe einfach immer aufgedreht, was ging. Und weil ich einfach nur diese Scheiße loswerden wollte. Weil du hast ja eigentlich im Ausbildungszentrum. Fräst ja immer nur Klötze runter. Wie? Ja. Ich weiß noch nicht. Ja, aber ich dachte, ich mache das richtig, wenn die sagen. Mach ein bisschen wegen der Oberfläche. Die Oberfläche muss immer glatt sein. Das ist aber nur glatt ein scheiß sein, Klotz gewesen, der einfach nur irgendwo glatt drauf. Sein. Und dann kommen die Leute und sagen, ich stelle extra viel zu. Ja. Ich bin auf dem Mars und die Oberfläche sieht aus wie Scheiße. Und da denkst du, ja, das ist richtig so oder was? Deswegen habe ich immer ein bisschen zustellen. Glatt, glatt, glatt. Du hast den ganzen Tag Drehzeit gehabt. Ja. Das hat doch eh keinen interessiert, oder? Je länger es gedauert hat, desto besser war es für die Ausbilder, weil dann konnten die nämlich in ihrem Büro hocken. Ich weiß noch, und irgendwann haben sie mich mal an den Drehmaschinen alleine gelassen, beide. Da ich dann irgendwie da rein, da. Und dann musste ich die mal noch entgraten. Dann habe ich mich irgendwann geschnitten und haben beide Maschinen gestanden. Dann haben sie gesagt, okay, ja, wir stellen dir wieder jemanden ran. Ja, ist ja klar, wenn du dann sagst, ich stell zu, fertig. Ne, das war bei den CNC-Maschinen. Und dann kommen die irgendwann raus und sagen, wie, der ist schon fertig, jetzt müssen wir dem neuen Job geben, eine neue Aufgabe, mach halt mal das. Aber wenn du ewig die ganze Zeit an einem Ding rummachst, weil du immer nur so 0,1 Müh zustellst, hui, dann dauert das den ganzen Tag und die sagen, fertig. Bis der mal auf das Mars gekommen ist, die Ghetto Mars, ne, das dauert halt. Am besten immer noch an der Schleifmaschine. Das Maß. Einen Magneten vergessen einzuschalten. Warte mal, wir drehen mal runter. Was? Kommt der Schreier aus dem Büro. Was ist jetzt schon wieder los hier, oder was? Herr Schreier, also, das ist alles gegen die Tür geflogen. Wir wissen auch nicht, was da los ist. Verweis hier, das geht nicht, was ihr da macht. Also, dann ist sie total aufgeführt. Bei uns arbeitet einer, der auch in dem Ausbildungszentrum war, früher noch. Und da haben sie irgendwie, der hat irgendwie zweimal haben sie ins Telefon geschossen. Da stand draußen noch ein Telefon, hat er zweimal eingeschossen. Einmal ist irgendwas aus der Drehmaschine rausgeflogen, dann ins Telefon und einmal von der Schleifmaschine. Seitdem, wenn du dem bei uns irgendwas zum Schleifen gibst, macht er was so. Soll es eine Waschmaschine werden? Wenn nicht, dann mache ich das nicht. Solche Leute. Perfekt. So, der Fahrer trinkt jetzt den letzten Schluck von seinem Waldhaus Plörre Gold Spezial. Hast du das jetzt wieder gemacht? Du musst doll reinpusten. Das war nicht toll genug. Gut, wir haben es probiert. Das war's. Das ist der Hannes. Servus. Grüß euch. Führt's euch. Jetzt das ist der Fahrer mit der Schleifmaschine. Das ist der Ramses. Ich schleif nicht. Wir wünschen euch einen super guten Abend. Merry Christmas, einen guten Rutsch. Weil das Video kommt im Dezember raus, am 24. Das ist ja schön. Und deswegen würde ich sagen, ja. Peace out, Vorhaut, euer... Oh, es fängt an zu schneien. Och, es ist schön. Ich muss noch mein Nikolaus an die Tür hängen. Tschüss, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah, es geht gar nicht von alleine aus.